Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Mit mir heute, mit dem Alex. Ich bin im Clan Deutschland Ed und ihr habt ja gestern wahrscheinlich mitbekommen, unmissverständlich, dass gestern wohl die Liga losging. Auch hier ging gestern die Liga los. Ich habe gestern noch ein paar Leute gefunden. Und das ist vielleicht manchmal das kleine Problem, mal ein paar Leute finden. Ja, die kennt man nicht oder nur so ein bisschen vielleicht. Und dann kommt ihr hier in den Clan rein und verursachen gleich komische Sachen. Aber gestern war auch eine komische Sache. Ich weiß nicht, ob ihr es mir heute noch bestätigen könnt. Juwelenkiste ist immer wichtig. Denn gestern war es im Clan Free-to-Play, aber können wir gleich mal reinspringen. Da war was ganz, ganz Komisches. Aber erstmal muss ich hier etwas regeln, denn hier ist irgendwas schon bei den Clanburgenbefüllungen schief gelaufen. Und irgendwo war jemand ganz, ganz eifrig und hat dort gespendet. Ice Golem, zweimal Babydrache, Magier Bogi. Okay. Raus damit. Also das ist ein bisschen doof. Ich meine, es ist schön, dass die Clanburgen voll werden, aber man sollte dann auch schon lesen, was da dran steht. Ein Lavahund, ein Hunter, vier Bogis. Okay, Hunter. Wuseliges Wiesel müsste eigentlich einen Hunter haben, denke ich mal. Dass der irgendwo ein wuseliges Wiesel hat. Warte mal, Gruppe. Das sind wir hier und Details. Wuseliges Wiesel müsste vielleicht mal sehen. Profil. Hat er schon einen Hunter? Ja, der hat einen Hunter. Also ne? Sehr, sehr merkwürdig. Den kann er ja dann spenden. Gehen wir mal weiter durch. Hexe, zwei Headhunter, Baby Bogies. Okay. Valkyrie ist dazwischen. Hexe, zwei Headhunter, Baby Bogies. Da mache ich die auch mal raus. Hexe, Baby. Wir sind ja alle verkehrt. Okay, der Beanie ist richtig. Egal. Ist auch richtig klasse. Lenny, egal. Das ist nicht egal. Das ist nicht egal. Lavahund, Rest, Bogies. Danke im Voraus. Passt. Ice Golem, Drache. Passt. Zwei Ice Golems, fünf Bogies. Passt. Baby, Drache, Kopfjäger, Hexe. Bogies. Weg. So, Kopfjäger. Überall fehlen die Kopfjäger, Leute. Was ist denn los hier? Spender 13. Bogies, Baby, Hexe. Passt. Ich brauche Verstärkung. Dumbo. Ich brauche Verstärkung. Was ist das? Also, wenigstens sollte man, ich meine, man muss es ja nur einmal machen und wenn man die Base wechselt, dann macht man es vielleicht nochmal. Aber man sollte da schon irgendwas Sinnvolles dran schreiben. Nur dieser Standardsatz, ich brauche Verstärkung, das ist einfach ein bisschen wenig. Und deswegen glaube ich, hier läuft irgendwas falsch. Ich muss gleich, glaube ich, nochmal eine Mail lostreten. Der Mortus hatte hier die richtige Clan. Ich brauche Verstärkung. Emily, ich brauche Verstärkung. E-Drache, okay. Home-Button, ein Lava-Hund und ein Loon passt da noch rein. Alles klar, 15. Ja, ist geleert. Geleert. Und da mache ich gleich am besten das Einfachste. Ich mache hier noch jemanden zum Vize. Dann können die Leute das selber machen. Zumindest da oben, Alpa und so weiter. Aber ihr seht, jetzt sind schon wieder ein paar Sachen offen hier. Und meistens fehlt es eigentlich nur an den Headhunter. Und die haben hier ja die 9er, beziehungsweise 6 ist noch Dirk 2. Selbst der wird wahrscheinlich die Headhunter haben. Gucken wir mal. Ja, hat er auch freigeschaltet. Die würden dann auf 3 gehen. Passt. Würde also auch passen hier. Naja, also irgendwas läuft hier nicht ganz richtig, so will ich es mal sagen. Und aber um das auf die richtige Spur zu bringen, haue ich hier gleich eine Clan-Mail raus. Das solltet ihr auch machen. Aber nur noch mal kurz. Ihr könnt das immer wieder sehen. Ich weise da auch immer wieder bei der Liga darauf hin, dass es eine kleine, aber feine Webseite gibt. Natürlich kann man auch seine Liga bei Clash of Stats sehen. Dort nochmal ein bisschen detaillierter, aber so eine kurze Übersicht seht ihr nochmal hier im Bild beim Clan Deutschland Ed. Gegen wen wir denn jetzt battlen müssen, da kann man dann schon in etwa sehen, dass es wieder eine Hit-Up-Woche für uns wird, denn die anderen Clans haben mal wieder viel, viel mehr 13er und wir haben so richtig viele, nämlich 0. Und ich hatte ja eigentlich gedacht, es wird ein bisschen einfacher hier, weil wir letztes Mal schon abgestiegen sind, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Das heißt, wir müssen hier wieder richtig ranklotzen, wird wieder eine richtig nicht so schicke Woche. Und ich hoffe, das läuft nicht ganz falsch, aber lass mal eben in den Clan Free to Play wechseln. Auch hier blende ich euch kurz mal unsere Liga ein. Und auch hier haben wir wieder so ein bisschen Hit-Up-Woche.
im Moment, oder in den letzten Ligen war es immer so, dass wir aufgrund der Nicht-Angriffspakte, die der Gegner mit uns geschlossen hat, die Liga immer gehalten haben. Also Liga halten ist sicherlich auch wieder in dieser Woche hier bei Free-to-Play Ambach. Aber gestern hatten wir eine komische Situation hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber normalerweise stand nicht unter jedem Namen hier, dass man Member ist. Denn gestern hatten wir was ganz Komisches. Die Leute konnten nicht mehr in den laufenden CK gucken. Das heißt, das stimmt nicht ganz, nicht in den laufenden CK, sondern in den abgelaufenen CK gucken. Die hatten zwar dieses Icon hier, also die gekreuzten Schwerter, wo man draufgehen kann, aber das war ausgegraut, als wenn man Ältester sein musste, um in den abgelaufenen CK zu schauen, weil Liga war hier noch nicht gestartet. Und ich habe hier gestern auch noch mal ein paar Mails losgetreten, weil ich es erst überhaupt nicht geblickt habe, was die Leute plötzlich wollten. Die haben geschrieben, ja, wir müssen jetzt alle Ältester oder Vize werden, damit wir hier in den Clan-Krieg reingucken können. Oder ist die Liga schon gestartet? Das wusste jetzt gar keiner. Und ich habe dann auch geschrieben, die CBL startet erst heute Abend. Das haben wir gestern Abend gemacht. Da hier seht ihr auch nichts von der CBL, weil noch gar nicht gestartet war. Und da braucht man keinen Titel, wenn man da was sehen will, wo man eh dabei ist. Ja, so ist das. Denn nochmal zur Erklärung, wenn ihr in einem Clan seid und der Clanleader hat euch mit in die CWL reingenommen, dann könnt ihr in diesem Clan immer, also auch als, ich nenne es mal so, Member, normales Mitglied, in dem Clan könnt ihr natürlich die CWL sehen. Geht ihr in einen anderen Clan, dann könnt ihr die CWL nur dann sehen, wenn euch dort jemand zum Ältesten macht. Ja, also wenn der Clan gewechselt wird, so wie ich das ja manchmal mache mit den einen oder anderen Spendenaccount, dann sehe ich nichts. Ja, dann gebe ich mir mal selber Älteste, damit ich noch den Clankrieg ein bisschen sehen kann. Aber gestern war halt noch gar nicht gestartet und ich habe es dann aber gesehen, denke, das ist nur ein Bug, dass keiner mehr Member ist. Aber es gab noch ein paar andere Bugs, hatte ich im Supercell Discord gesehen, dass wohl, wenn gesprungen wurde, also das, was man in jedem Fall immer machen konnte, man konnte über das Kriegslog. Dort konnte man immer in den alten Clankrieg rein. Das konnte man immer machen, und aber nur über diesen Weg ging es. Und ich weiß jetzt nicht, das müsst ihr mir jetzt mal schreiben, war das nicht so, dass hier auch immer Member noch drunter stand unter den Leuten, dass man sehen konnte, nicht nur wer Vize ist und wer Ältester ist, sondern dass man auch sah, alle anderen, die ja nichts haben, sind ja mindestens Mitglied. Ja, das sieht man auch, wenn man das Profil einmal besucht, dann seht ihr da oben unter dem Alex, da steht Mitglied. Ob der Alex ein Mitglied ist oder ohne, ist auch eigentlich egal. Aber wie gesagt, wenn ihr in einer laufenden CWL seid, dann seht ihr natürlich hier die Clankriegsliga, also die hier gefüllten Burgen. Ich glaube, hier läuft es etwas besser. Ja, Drache, Hexe, Babydrache, Boris. Hier läuft das etwas besser. Ihr seht, wir haben auch mittlerweile Max-Truppen, auch wenn wir oben überhaupt keinen 12er oder 13er haben. Okay, mit dem Headhunter und so wird es natürlich ein bisschen schlechter, falls das jemand hier fordert. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, denn die Leute, die hier sind, die wissen, was wir an Rathäusern haben und haben, denke ich mal, so hier und da angepasst. Ah doch, hier ist ein Headhunter. Okay, das sollte man dann ändern, Tobi, weil wir oben halt keinen 12er haben, der Headhunter nehmen kann oder vergeben kann. Und aber sonst stehen ja ganz, ganz wenig. Das war jetzt der erste Headhunter. Wir spielen hier eine 30er CWL. Ich brauche Verstärkung, ich brauche Verstärkung. Och, komm. Und so ein Lava-Hund beim Rathaus 9. Ja, könnte nervig sein, aber kann auch sein, dass der nicht so viel bringt. Bei den kleinen Rathäusern bin ich ganz ehrlich, bin ich nicht so der Fan von Lava-Hunden. Dann nehme ich lieber was anderes. Wie zum Beispiel der Chris hier so einen Drachen, einen Elektrodrachen hat er bekommen. Und oder halt Sonne-Kombi hier mit ein bisschen Boden und mit Boden-Luft-Truppen. Also Boden-Luft meine ich natürlich die Bogis. Hier mit einer Valkyre und Lufttruppen, also Babydrache etc. Okay, die Valkyre wird nicht max, alles klar. Ist aber nicht schlimm. Also Hauptsache die Clanbogen sind hier irgendwie befüllt. Okay. Machen wir wenigstens mal einmal Clash of Clans hier, auch wenn das jetzt am Dienstag nicht so die Ultra-Folge für euch wird. Aber wir machen in dieser Woche ja noch einiges live. Und
Ich weiß nur noch nicht, ob ich morgen am Mittwoch für euch live da sein werde. Eigentlich ist der Mittwoch ja, ich nenne es mal so, der heilige Mid-Clash-Tag. Manchmal auch Mid-Clash-Metal-Tag genannt. Und den können wir mal mitnehmen hier mit dem Toti. Der sieht ganz gut aus. Und ich bin morgen unterwegs und weiß gar nicht, wie lange ich unterwegs sein werde. Das ist jetzt nicht, ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Aber es kann sein, dass ich abends ziemlich spät wiederkommen. Was haben wir da drin? Oh, noch ein Golem, alles klar. Noch ein Golem, perfekt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mal sehen, ob meine Mauerbrecher da vielleicht noch ein bisschen was machen. King geht auch den richtigen Weg. Oh. E-Drache, alles klar. Queen ist aber dahinter. Das passt, den können wir dann auch nochmal friesen hier. Einmal durchheilen. Und der E-Drache müsste jetzt dann Geschichte sein. Ich bin ja ein Rathaus 10 und das ist ein Rathaus 9 hier. Also müsste ich den irgendwie schaffen, denke ich mal. Ich gucke mal, dass wir da noch ein bisschen hier noch einen Magier hinsetzen da oben. Und den King zünden wir mal. Aber meine Meute Golems, die tanken richtig gut. Queen muss ich leider zünden. Denn der Bogenschützenturm da ist doch noch ein bisschen gefährlicher, aber mir reicht der eine Fries. Ich denke, den haben wir so ganz gut mitgenommen. Ja, ein bisschen Farm, so ein bisschen üben, Go Vibe üben, ja, in der Tat. Und hier macht der Riese und die Golems noch ein bisschen Mauer auf, aber der hatte auch jetzt einiges im Ausbau, habe ich gesehen. Der hatte einiges im Ausbau und so kann man natürlich ganz easy peasy hier mal so einen Neuner einfach mal mitnehmen. Ja, solltet ihr in dem Fall auch machen. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch im Clan läuft, so mit diesen Spendensachen. Das ist ja auch immer unterschiedlich. Viele Clans haben zum Beispiel die Regelung so, dass immer derjenige unter einem mir die Clanbuch voll macht. Also ich sag mal, ich bin auf Platz 1 und ich fülle immer Platz 2 und Platz 15 füllt meine dann, sage ich mal. So kann man das ja regeln oder man regelt das so, nach Vertrauensbasis. Ich meine, ihr habt das hier gesehen, in den Clans, wo auch so ein bisschen, wo die Leute sich schon sehr, sehr lange kennen, da weiß man, dass wir halt gewisse Sachen nicht haben und die Clanbogen sind hier die sind hier tatsächlich alle voll. Also da verlässt man sich einfach auf die Leute. Es gibt natürlich auch einen Clan, wenn ich jetzt gleich bei den Herausforderern reingucke, da sieht das nicht so schick aus. Da denke ich mal, ist noch alles unbefüllt. Und da wird das dann manchmal am Ende stressig und dann gibt's nicht den Passenden, der was Passendes hat. Aber beim Clan Herausforderer spielen wir ja auch eine Only Rathaus 13 CWL diesen Monat. Ja, das hat an jedem Fall gepasst. Da sind wir genug. 17 13er habe ich da gezählt. Das heißt, wir könnten sogar durchtauschen. Und da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ihr sicherlich auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in den Livestreams. Also, wie läuft das bei euch im Clan? Wird da gespendet oder läuft da auch was falsch? So wie bei uns scheinbar. Aber ich werde jetzt gleich mal ein bisschen den Stift ansetzen und werde nochmal so die ein oder andere E-Mail, vor allen Dingen im Clan Deutschland Ad lostreten, dass da nicht ewig falsch gespendet, was heißt ewig, dass da nicht falsch gespendet wird. Denn das ist ein bisschen doof. Weil da muss sie wieder irgendeiner leer machen, da muss sie nochmal spenden. Ich meine, es ist schön, dass gespendet wird, aber es sollte doch erstmal dann das rein, was auch in den Burgen steht, wenn es dann ganz eng wird zum Ende. Es gibt immer Leute, die gucken da rein und sehen dann, Mensch, noch 3 Minuten und hier fehlt noch ein Bori. Dann hauen die den da rein, egal welchen Level. Ja, oder wenn sie dann halt nur einen Barbaren haben, dann hauen sie einen Barbaren rein. Aber dann werden die sicherlich voll. Aber erstmal sollte das rein, was dran steht. Oder man muss die Leute halt auch mal darauf aufmerksam machen. Das werde ich jetzt gleich auch tun. Dass sie was Ordentliches ranschreiben und nicht nur, ich brauche Verstärkung. Ich brauche keine Verstärkung. Ich hoffe, ihr braucht ein bisschen Verstärkung von mir. Bleibt also am Kanal dran. Und ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute. Habt einen schönen Tag. Euer Toto. Clasht.